Ja, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Folge Force of Nature. Ich hatte ja gesagt, wir werden uns diesmal dran machen, dass wir hier die Erze abbauen und unsere neue Spitzhacke testen. Mal gucken, ob es mit der auch schneller geht. Die Bäume waren ja schon mal beeindruckend schnell gefallen. Das ist natürlich nicht schlecht, dass wir hier gleich so ein großes Feld über haben. Und ja, doch, ich bilde mir auf jeden Fall ein, dass es schneller geht. Und ich hoffe, dass das dann 18 war, genau. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich nicht unendlich Ausdauer. Wollten vielleicht zwischendrin ein bisschen schnaufen. Steine gibt es dafür dann jede Menge. Macht jetzt nichts. Machen das jetzt nicht einfach. Ja. Ich glaube, ich muss doch mal eben kurz einen Kaffee noch mir gönnen. Einmal, wenn die am Rennen sind, kriege ich die nicht mehr. Jetzt hier nehme ich die Hortensie. Ich tat's hier kurz. Dass ich an Seite sind, dann nehme ich die Eiche mit. Und dann schauen, ob ich jetzt ein Teil durchkomme. Dafür haben wir es ja schließlich gebaut, dass wir hier nicht die ganze Zeit dumm rumrennen. Die Kamera ist in die anderen, das Bein mitnehmen. So, dann haben wir nämlich hier auch das schickes Portal. Sind wir schon mal einmal zurück an der Basis. Ablegen. Wir können hier auf jeden Fall Stein ablegen und davon werden wir noch ganz gut hinkriegen. Ich schmeiße jetzt einmal den Bienenstock hier hin. Hol mir hier den Kaffee raus. Pack das Fleisch schon mal rein. Und dann müssen wir uns hier den Weizen. Zusammen. Dann können wir nämlich hier schon mal feilen.
Hänschen. Wann waren dann wächst das nämlich an? Weil ich habe natürlich schon wieder völlig vergessen, wie viel das wir brauchen, ist ja klar. Oh, viele. 30. Alles klar, 30 ist natürlich heftig. Wir müssen fast ein bisschen in der Nähe bleiben. Gleich nochmal nachlegen. Hier hin. Das war's aus. Oh. Hab ich nicht. Oh. So, dann ein Teilchen. Gegrast. Hier wird Kind gebaut. Und hier machen wir das hier umgekehrt. Wir gehen hier ab. Beinchen. Soll ja nicht so gut sein, wenn man immer das gleiche anbaut. Daher immer schön mischen. Stick. Wie viel haben wir denn jetzt? Also das geht eh schnell. Da haben wir dann noch irgendwas für den Bienenstock. Oder Nägel. Nägel könnte man natürlich gleich einmal schauen. Auftrag geben. Von mir. Hier bin ich zwei Bienenstöcke basteln. Den Rest packen wir erst einmal rein. Ja, ja, ist ja alles gut. Dann noch nach Hortensien. Dann kommen wir langsam in die Region.
dass wir einen Bienenstock bauen können. So lange, wie das hier alles vor sich hin produziert, gehen wir hoffentlich an die Gegenstände. Ich glaube, es war Alpha Centauri. Spitzhacke gebaut haben. Ist das sogar ganz dicker? Soll uns aber gar nicht stören. Wir bringen einfach das, was wir haben. Gleich mal in Sicherheit. Irgendwie wird halt Beine ab. Schauen wir mal, was unsere Blümchen machen. Wieder alles eingesammelt und neu angepflanzt ist. Dabei hat sich dann unsere Ausdauer auch wieder erholt. Es geht voran. So, dann sind wir doch schon fast so weit, dass wir einen Bienenstock bauen können. Ich würde sagen, das warten wir jetzt hier auch nochmal ab. Weil mich das jetzt schon interessiert, ob wir da dann noch irgendwas reinstecken müssen oder ob dann die Blümchen und die Bienen reichen. Unsere Nägel waren ja fertig. Cool, ja, so haben wir nicht Antrag gegeben, warum auch. Halt. Jack gibt es auch keine. Das war's. Erst den Auftrag geben, deswegen. Also. Da gehen wir doch gleich 50 in Auftrag. So, die Bretter. Bienenstöcke, ne? Gut, wenn ich zwei bauen will, brauche ich gar nicht mehr. Das sind Bretter. 6 Baumstämme kriege ich keine 30. Also. Da
Der Kahlschlag. So, jetzt haben wir wieder 21 Bäume, das sollte dann... Dass wir hier nochmal 30 Bretter rauskriegen. Oder auch gerade nicht. Jetzt fertig. Weil er da ist ein Kieferzopf in dem, der da hinten hin. Dann haben wir das auch schon mal weg. Ich habe die Menge Klauen und Zähne, stelle ich gerade fest, wobei. Ich hole mir jetzt erst einmal Klauen. Weil wir haben ja schon festgestellt, wir brauchen auch noch Asche und zwar bloß eine. Asche braucht. Ich denke mal so 2-3 Portale in absehbarer Zeit produzieren dürfen, können, sollen, müssen. Also machen wir Spawn. Alle bauen. Das kann dann einmal hier in aller Ruhe vor sich hin mörsern. Den Rest packen wir hier wieder rein. Genug, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir doch mal, ob wir uns hier hinten nicht. Fisches Bienenhaus hinstellt. Noch besser wären natürlich 2. Aber. Braucht man natürlich auch entsprechend die Blümchen. Dafür muss ich dann erst.
schmeißt wieder daneben hin. Ich mach sogar einfach gleich Schwung. Mal 90 und dann schauen wir mal, was passiert. Na, das warte ich jetzt noch ab. Damit ich weiß. Endlich Schneegebiet. Ach so, das geht einfach. Wie beim Brunnen. Das ist natürlich fein, dann haben wir den Honig auf jeden Fall. Ganz ohne weitere Ausgaben. Nichtsdestotrotz. Pflanzen wir jetzt hier noch an. Und dann würde ich sagen, geht's wieder los auf die Jagd nach den Erzen. Aber das machen wir dann meiner Meinung nach in der nächsten Folge. Ich hole jetzt hier noch die Kohle ab, die fertig ist. Ich hier schon mal den ersten Schwung Erze rein. Erzählen. Ich bin jetzt. Ob da ist doch. Hallo? Ob da grün die Asche in der Hosentasche. Schauen wir in der nächsten Folge unsere Erze machen. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und ciao ciao.